Aber selbstverständlich. Ja, in Ordnung. Ihr seid also durch und durch ein dreckiger kleiner Zwerg, richtig? Und ihr seid durch und durch ein dreckiger kleiner Magier. Ich tue mein Bestes. Zumindest bin ich aber kein nach Bier stinkender, rülpsender Haufen Dreck wie ihr. Und ich bin kein jämmerlicher, stumpfsinniger Feigling wie ihr. Das stimmt. Wir sollten uns vielleicht zusammentun. Kommandantin,
Ja, natürlich. Sofort. Dürfte ich anmerken, dass ihr ziemlich in Ordnung seid? Ihr seid ziemlich in Ordnung. Nun ja, als die Templer mich holen wollten, hättet ihr auch einfach entscheiden können, dass ich den Ärger nicht wert bin. Aber offenbar bin ich den Ärger doch wert. Und wenn man bedenkt, dass ich üblicherweise reichlich Ärger bedeute, sollte ich euch wirklich dankbar sein. Als ihr mich rekrutiert habt, dachte ich, ich käme vom Regen direkt in die Traufe. Aber es ist gar nicht so übel, ein Wächter zu sein. Es ist wie ein angenehmer Waldspaziergang mit der dunklen Brut. Ihr seid eben einfach großmütig. Ich bin euch sehr dankbar. Ich dachte einfach, ich sollte es mal erwähnen. Ich danke euch, Kommandantin, für alles. Kommandantin. Wie ihr wünscht, Sir. Die orlesianischen Wächter waren darüber beunruhigt, dass die dunkle Brut nach dem Ende der Verderbnis nicht verschwunden ist. Christoph wurde ausgesandt, um einige Spuren zu verfolgen. Er ist vor 2 Wochen überstürzt aufgebrochen. Wir glauben, er hat sich auf den Weg in die Stadt gemacht, nach Amaranthi. Einer der Wächter sagte, die Stärke des Erzdämons habe der Horde eine Art Ziel gegeben. Wenn sie sich jetzt ein neues Ziel gesucht hat. Muss jemand verprügelt werden? Sagt einfach Bescheid. Benötigt ihr etwas, Kommandantin? Keine Sorge, ich werde meinen Mund fest geschlossen halten. Warum warte ich dann nicht einfach da drüben in der Ecke?
Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Ja, das sieht nett aus. Vielen Dank. Danke, würde ich sagen. Ja, in Ordnung. Genau so wird es geschehen. Bei Andras des juckenden Bums! Oh, oh. Ihr tragt eure Robe doch nicht etwa immer, oder? Nein, nicht wenn ich nackt bin. Ich meine, wenn ihr beispielsweise auf der Flucht vor dem Zirkel seid. In eurer Robe seid ihr doch leicht zu erkennen. Genau wie mein großes Ich bin ein Magier-Schild um den Hals. Ich mache es den Templern eben gerne leicht. Also gut, wenn unsere Gespräche so ablaufen sollen. Zählt ihr mit, wie viele der dunklen Brut ihr erledigt? Vielleicht können wir ja einen Wettbewerb daraus machen. Ich denke, wir sollten hier lieber nicht herumtrödeln. Oh, ich glaube, an meinem Fuß ist gerade eine Blase aufgegangen. Man zwingt mich, in dieser abscheulichen Wacht zu sein. Oh, ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ah, aber natürlich.